Willkommen zurück zu Miitopia! Das Finale dieser eisigen Höhle steht nun bevor. Und der Endboss ist... Was auch immer das ist! Du da! Bist du Apo Red? Keine Sorge, wir werden dich retten, Apo! Ja, von wo kommt das denn jetzt? Ich dachte, er hat keinen Mund. Seltsam. Eiskönigin Apo Red! Wunderschön siehst du aus, Apo. Ich meine natürlich Red. Nee, warte. Feuer. Mega Feuer. Bäm! Zack, 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 zack. Ja, ich glaube, dieser Kampf wird nicht schwer. Ich glaube, der wird ziemlich einfach, um ehrlich zu sein. Oh, okay, wir sind nicht eingefroren. Kann sein, dass wir mal eingefroren werden. Könnte ich mir vorstellen. Oh Mann, ich glaube, hier sollte eigentlich ein weiblicher Charakter sein, aber hey, wenn der Apo Red sich mal ein bisschen wie eine Eiskönigin fühlt, naja, gut. Kann mal passieren, wa? Ich möchte tatsächlich mal die beiden ausprobieren, obwohl das habe ich glaube ich schon mal ausprobiert, aber das glaube ich noch nicht. Hier, neue Technik, aber wenn wir schon lange haben, Barriere! Ding, 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 ding. Vorbereitung ist das A und O. Wird wahrscheinlich für den Endkampf sehr wichtig sein, die Barriere. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich glaube, für den Endkampf werde ich das auf jeden Fall erste Runde machen, weil... Wirkt mir wie eine ziemlich gute Taktik. Bam! Ich bleibe die ganze Zeit vor meinem Gesicht, die Barriere. Aua. Oh, danke schön, Freddy. Danke, Frederik. Wir sind nun bessere Freunde. Oh, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Mega Feuer. Verbrenn! Zack, zack, zack. Ach, noch ist er nicht da. Der legt gerade die Attacke auf. Nice. Ich bin wirklich sehr stolz auf Freddy in letzter Zeit. Und das war's. Ey, Digga, danke. Kein Problem, Mann. Yay, das Gesicht von Apo Red ist nun wieder auf seinem Gesicht. Davon kann ich meinen YouTube-Abonnenten noch erzählen, also zumindest wenn ich noch welche habe. Entführter Apo Red. Ey Digga, Mann, du hast mich gerettet, ey. Nice. Wie kann ich das nur je wieder gut machen? Hey, ich weiß, ich kann dir meine Yeezy-Sammlung zeigen. Nee, wie wär's, wenn du mir lieber diesen Juwel gibst? Was? Das ist alles, was du willst? Ja. Naja, okay. Deine Entscheidung. Augenjuwel links erhalten. Das Monster war auch hinter dem Juwel her. Also, pass besser auf, Digga, ja? Jo, mach ich. Yay, die Quest von Link geschafft. Jo, dann hätten wir schon das dritte. Aber wir haben schon drei. Okay. Nur noch eins und wir bekommen die Tür auf. Und dann kann der dunklere Fürst was erleben. Außerdem retten wir Iwata und hält nichts mehr auf. Haha. So, und ich habe das Gefühl, die letzte Quest wird mit dem letzten Juwel in Verbindung gesetzt. Oh, okay. Da. Da. Toll. So, ich habe ganz viel Geld, Leute. Wer möchte was haben? Was willst du denn hier? Bizepsschwert? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh Mann, ey. Was haben die genommen und wo kriege ich das? Oh Mann. Was willst du, Miku? Heldenmikro, ist das nicht das exakt gleiche, was du schon hast? Was willst du? Fächer der Liebe. Wenn das nicht zu Bunny passt, dann weiß ich auch nicht. Also das passt doch perfekt zu ihr. Ja, sorry, du bist schon reich genug. Hier, nimm den Fächer der Liebe. Und im Namen der Liebe und der Gerechtigkeit kannst du jetzt allen den Hintern versohlen. Perfekt. So, aber bevor wir den Hintern versohlen können, müssen wir erstmal was fressen. Eis! Pastillen, Doppelsternchen, so eisfrisch, so arktisch kühl, dass es den ganzen Tag erfrischt.
Oh mein Gott, unglaublich nice. Schön. Okay, hier. Fress dich voll. Hab ganz viele HP. Wenn es geht. Bin ja schon mit dem Set, soweit ich weiß, über 100 mit beiden. Eigentlich müsste das ja ausreichen, aber wer weiß. Vielleicht ist der dunklere Fürst die Warte ja ein sehr, sehr schwerer Bosskampf. Vielleicht ist das ja überhaupt nicht mal das Ende. Wer weiß, wer weiß. So, wir futtern hier ganz schnell, ganz fix. Zack, zack, zack. Alle futtern hier mal, hat auch schon jeder probiert. Niemand mag es, niemand außer ich. Aber, ja, ne? Oh, das mögt ja alle anscheinend. Okay, dann kriegst du es erstmal. Habe ich noch viele von denen? Ja, ich habe noch genug. Jeder kann sich damit vollfressen. Ja, ich hoffe, dass wir in dieser Folge die letzte Quest durchkriegen, damit wir in der nächsten Folge dann ins Finale stürmen können. Macht auf jeden Fall Sinn. So, wir haben richtig viele Törtchen, habe ich gesehen hier. Ja, wir haben richtig viele. So, ihr werdet ja alle satt bei mir. Du zum Beispiel kannst auch noch satt werden. Oh, gefällt dir aber nicht. Gefällt dir das denn dann lieber? Ja, gut. Und dir? Alle bestimmt satt. Dir? Ja, schon. Und, wer ist noch nicht satt? Wer hat es noch nicht probiert und ist noch nicht satt? Du! Auch ganz okay. Alles klar. Ein paar satt gemacht, ein bisschen Essen weniger. So soll das laufen. Nun auf zur letzten Quest. Magie durch Nahrung um den Wert 25 oder mehr gesteigert. Ja, keine Ahnung bei wem, aber cool. Und nein, ich werde das in diesem Let's Play nicht alle Achievements machen. Das war nicht mein Ziel. Das zählt für mich nicht als die 100%, über die ich rede. Ha, eine unglaubliche Last ist von meinen Schultern gefallen. Ah, endlich ist Apparat wieder daheim. Ah, hat mir sogar meine... Er hat mir sogar seine Easy-Sammlung gezeigt. Oh, die war so schön. Okay, Link. Sans? Oh. Wer ist denn da wieder? Okay, manchmal hinterfrage ich schon mein Leben. So, letzte Quest mit dem Vortragsforscher Dumbledore. Kann ich dir irgendwie helfen, junger Mann? Achso, das war ich. Oh, kann ich dir irgendwie helfen, alter Mann? Ich, Dumbledore, die bekannte Kapazität auf dem Gebiet der Robotik. Kommt ganz drauf an. Kennst du dich auch mit Juwelen aus? Genauer gesagt, mit Augen- oder nasenförmigen Juwelen? Von so etwas hört man eher selten, oder? Aber ich habe da eine Idee. Folge mir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Folge mir rasch, die Reinraumfabrik ist der Ort für die Suche nach seltenen Juwelen. Okay. Ein Roboter hätte nicht besser antworten können. Wir müssen an einen Ort, der in Wolkenheim liegt. Also auf geht's. Was? Was? Wir kommen nicht in die ins Eisgebiet wieder rein? Aber hier fehlt doch noch was. Okay. Dann halt im Wolkenheim. Wie waren wir doch letztens nochmal? Oder nicht? Okay, jetzt machen wir erstmal das Wolkenheim durch. Vielleicht danach nochmal Eisgebiet. Keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Egal, holen wir uns ein bisschen Essen ab Barbario. Ah, unglaublich! Dieses Gericht wurde in nur 3 Minuten zubereitet. Zauberei! Das schmeckt, als wenn es ganz frisch wäre. Dies ist der Inbegriff eines guten Steaks. Ich werde bei Tiefkühlkost nie wieder die Nase rümpfen. Oh, sorry, falls ich dich erschreckt habe. Denn ich ist so komplett verwirrt. Wo bin ich hier reingestolpert? Ja, ich geb dir ein bisschen Essen, ja? Tiefkühlkost. Bon Appetit! Ja, daran arbeiten wir hoffentlich noch. Moment, was? Hier ist es schon? Nach diesem Level? Ach, gehen wir dann in diesen Hintergrund rein? Oder wie? Ja, okay. Das kennen wir schon. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel jetzt weitergeht mit hier der letzten Quest. Mit Dumbledore.
Oh, neue Gegner. Robopengi. Und Altobutter. Was soll das darstellen? Stein? Ein Paket? Oder eine Kobra oder sowas? Keine Ahnung, was das darstellen soll. Es könnte alles sein. Oh, die halten aber ziemlich viel aus. Krass. Ich glaube, das soll noch mehr richtig hier Endgame-Stimmung geben. Tut's auch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Und hier kriegen wir aber auch richtig Erfahrungspunkte. Völlig so ein Goldstück. Oh Gott. Jetzt fängt das schon an. Und wie es anfängt, zwei Wege. Ein paar Spielscheine, die ich auch noch irgendwann mal ausgeben muss. Ist hier das Ende? Zack, wim. Nee. Hier kommt noch ein Gegner, leider. Heilwolke. Oh Gott, die sollte schnell beseitigt werden. Ich hätte nicht so viel Leben. Ah, doch mehr als ich dachte. Nicht gut. Au, 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 au. Bäm, brumm. Zack. Nice. Ja, wir sind sehr, sehr stark, glaube ich. Vielleicht ein bisschen zu stark? Don't know. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja, ja, hier ist das Ende des Levels. Okay. Mache ich den anderen Weg kurz auf Screen. Du hast 1700 Leute gerettet. Boah, das ist ja voll cool. Das hat mich jetzt voll interessiert, dass ich jetzt hier 10, 20 Punkte mehr habe bei den ganzen Streuern. Super. Was Neues? Nö. Nö. Gar nichts Neues. Ja, wir können noch ein bisschen futtern. Tiefkühlkost. Ein warmes Essen in 3 Minuten zubereitet? Gar nicht schlecht. Nein, es ist schlecht. Ach komm, so schlecht kann das nicht sein. Ja, sie mag das. Ja, ich finde es sogar toll. Ja, das ist schön. Hoffentlich habe ich genug vom Schleimgelee. Ja, doch. Ich kann das Schleimgelee endlich loswerden. Super. So. Ah, nee, jetzt kann ich das aber nicht mehr. Gut. Machen wir dann beim nächsten Mal. Hier, fresst euch noch mit den Teufelstörtchen voll. Blam, blam. Zack, 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 zack. Ich bin froh, dass wir das Essen jetzt endlich mal wegbekommen können. Hab das so lange angespart und jetzt. Da fresse ich das dann alle. Das hat noch niemand probiert. Du bist schon satt. Sind alle schon satt. Du noch nicht. Aber dir geschmeckt es nicht. Schade. Du? Auch nicht. Haben viele noch nicht probiert, aber die haben auch alle keinen Hunger mehr. Komm, lassen wir es einfach. Sind alle gerade ziemlich ja, satt. Nicht jeder, aber viele. Oh Gott, okay. Mal gucken, wie das hier ablaufen wird. Ja, wir gehen jetzt in den Background rein. Alles klar. Kiste! Mit einem Bonbon. Wow. Wow, alle drei Level up. Nice. Das sieht man doch gerne. So, okay. Ja, wir können mal unser Team nebenbei ändern. So, ihr kennt euch jetzt besser. Schön. Irgendwas Besonderes jetzt? Ja. In das Zimmer von Freddy willst du gehen, ja? Können wir machen, weil ich glaube, ihr beide seid noch nicht so sehr. Nee, überhaupt nicht. Und ihr beide? Wie weit seid ihr? Heiga. Auch noch nicht. Das ist Level 4. Dieses Standardgeräusch. Ja. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Nee, die haben nur Haya gerufen. Alles gut. Ist nichts passiert. Okay. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, let's go. Gehen wir nun in diese Metropole da rein, was auch immer das hier ist. Was ist eigentlich da ganz rechts? Hier geht das Screen noch ein bisschen weiter, glaube ich. Vielleicht kommen wir da noch hin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das aus wie ein riesiges Gebiet, was wir wahrscheinlich nicht in dieser Folge fertig kriegen werden. Uff. Aber hey, ein neues Quiz von Tingle. Ja, ich bin's. Hast du Lust auf eine Runde Allgemeinwissen? Nein, aber let's go. Es geht um 3 Fragen.
Frage 1. Was hat der König von Anfangs immer in der Hand? Fleisch. Richtig. Ja, das war mega einfach. Frage 2. Welches dieser Monster trägt eine Brille? Magiekobold. Ich dachte, jetzt kommen so Fragen wie bei Donkey Kong. Wie viele Luftballons waren in der Schule? Drei oder vier? Nee, leider nicht. Frage 3. War lustig gewesen. Diese Frage ist Frage Nummer 4. Noch einfacher geht's nicht. Ich weiß, ich wollte dir nur was schenken. Cool und Limper! Bananen? Ja, ich hab nichts anderes. Okay, bist ein bisschen irrelevant geworden. Puh, hier sind wirklich viele Wege, ne? Alles klar. Ich werde mit euch mindestens einen Weg in hier in diesen Reihen, in dieser reinen Raumfabrik, die mich ein bisschen an Pokémon Colosseum erinnert. Oh, die sieht richtig cool aus, richtig futuristisch. Wird mehrere Wege beinhalten, mindestens ein Level. Faszinierende Gegend. Hier glänzt und glitzert alles. Hey, das ist es wohl. In dieser Gegend werden Roboter hergestellt. Und zwar nur die allerbesten Hightech-Roboter. Für so feine Roboter braucht man auch eine fein saubere Gegend. Verstehe. Selbst das allerkleinste Pfützelchen Staub ist hier strengstens verboten. Gut, dass meine Klamotten frisch aus der Reinigung kommen. Warum ist Dumbledore eigentlich kein Zauberer mehr? Warum ist er jetzt ein Wissenschaftler? Was ist da passiert? Wurde er gekündigt oder so? Wer weiß, wer weiß. Stahlskorpion, er hat ein bisschen Angst vor uns. Vielleicht weiß er, dass wir ihn zerstören werden. Herr! Also, kommt jetzt, auf jeden Fall. Jetzt, im Moment noch. Da. Ja, nice. Halt mir eure Ohren. Was? Was? Oh, das sind viele Gegner. Aber das heißt nicht, dass mich das auffällt, euch zu zerstückeln. Zack. Wie leben wir alle noch? Weiß nicht, was Igitt da macht. Oh, nice. Er hilft uns aber. Zwei Wissenschaftler jetzt gerade im Team. Yay. Und gut, bei Igitt sieht man die Herzensaugen gar nicht. Aber die sind auf jeden Fall da. Wahrscheinlich. Bestimmt. Keine Ahnung. Gehen das auf jeden Fall nicht mehr da. Und wir können passieren. Level 20 für Jesus. Gut, der muss auch noch Level 21 werden. Wer richtig atmet, kann auch lange diskutieren. Macht Sinn. Macht Sinn, wenn man so darüber nachdenkt, ne? Oh, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Nein, ich geht. Der war doch gerade im Team. Ich brauche ihn. Denn die passt gut auf ihn auf, ja? Oh, cool. So, hier nochmal kurz Pferd leveln. Hoffentlich finden wir in der nächsten Folge das letzte Juwel. In dieser Folge werden wir aber zumindest noch dieses Gebiet weit bereisen. Hoffentlich fast schon durchmachen, damit wir in der nächsten Folge direkt mit dem Turm jetzt nicht, aber mit dem Gebiet anfangen können. Ja doch, ist auch ein Himmelsturm. Nein, wie auch immer. Dann kriegst du halt nichts. Backsteinpanzer. Super. Den möchte doch jeder anziehen, oder? Den Backsteinpanzer. Na gut, müssen die Abwehr erhöhen. Macht Sinn. So, aber jetzt bin ich wieder relativ pleite. Kann er aber was essen? Pinguinsnack Sternchen. Fisch aus kaltem Wasser hat viel Fett und ist besonders delikat. Ja, schon. So, jetzt esst das endlich auf, damit ich es weg habe. Danke. So, wem nein, hab alle noch nicht probiert. Gib es einfach irgendwem und dann ist schon gut. Ja, hier auch nochmal. Ja, okay. Hier, zack. Schmeckt überhaupt niemanden anscheinend. Schmeckt dir das? Oh ja, die Nuggets schmecken dir sehr. Die Cobra-Nuggets. Mmh. Lecker. Boah, da kriegt man selber Lust auf Cobra-Nuggets. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Und dann nochmal. Gluck, gluck, gluck. Schon ganz gut. Okay. Was ist damit? Sehr, sehr gut. Okay. Was ist damit?
Nicht so gut, schade. Was mit dir? Ultra gut. Und das? Auch ganz okay. Und das? Auch ganz gut. Und das kannst du nicht mehr essen. Aber du? Ganz okay. Jetzt sind schon die meisten satt. Es kann auch schnell gehen, wie man sieht, mit dem Essen. Es kann auch schnell gehen. Okay. Wen tun wir jetzt ins Team dafür? Kommt einfach GF rein. Oha, Jesus und GF sind überhaupt nicht nah aneinander dran. Von der Freundschaft her, obwohl die eigentlich sehr ähnlich sich anhören. Okay, da rechts müssen wir lang. Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall hier durch werden. Diese Folge nicht mehr. Wir werden noch hier noch 3 Level machen müssen. Die beiden, die einfach offen liegen und die Kiste. Obwohl die Kiste kein richtiges Level ist, aber... Naja, zählt irgendwie trotzdem dazu als Level, ne? Ich glaube nicht, dass wir den Boss noch in dieser Folge schaffen werden. Aber schlimm ist es ja nicht. Dann fängt zumindest die nächste Folge direkt energisch und in einem Epic-Bosskampf an und geht direkt über zu einem neuen Gebiet. Ähnlich wie diese Folge eigentlich. Perfekt. Das war natürlich geplant. Das war auf jeden Fall geplant, ja, ja. Super, hier hast du eine Banane. Toll, wir freuen uns alle über dich. Zack, 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 zack. Hoffentlich ist alles hier nur eine gerade Linie. Das würde alles erleichtern, tatsächlich. Ja, komm. Die Gegner sind wirklich kein Problem. Wir sind alle sehr hoch gelevelt. Hä? Mach doch die Attacke. So. Alle sind wirklich hoch gelevelt. Über 20 jeder. Ich denke, es ist auch mindestens das Mindestlevel für den Endbosskampf, oder? Ich glaube, wenn du da drunter bist, hast du wirklich Schwierigkeiten mit dem Kampf, oder? Zumindest stelle ich mir das so vor. Robosaft kriegen wir die ganze Zeit. Wir sind gut drauf und geben nie auf. Und hier ist das Ziel. Hier. Hier? Egal. Blum. Yay, yay, yay. Oh, wow. Achso, ich dachte 3 Freundschaft-Level-Ups. Nee, anscheinend nur 2. War vor einer nur ganz nah dran. So, auf welchem Level bin ich eigentlich? Level 30 bin ich mit dem Pferd. Komm, dann werden wir jetzt mal Level 31, ne? Ja. Wahre Freunde! Wahre Freunde. Es gibt nach beste Freunde, also wahre Freunde. Gibt es auch beste falsche Freunde? Anscheinend. Laut dem Spiel ja. Kann ich mir nicht leisten. Schweres Kaliber. Will das schon so lange haben. Ich kaufe ihm das jetzt einfach mal. Einfach so eine Rakete. Na. Komm, nimm den Teddy. Der Teddy ist super. Okay. Dann futtern wir schnell und dann können wir weitermachen. Robosaft, nicht nur für Roboter, mild, lubrifizierend, ölig im Abgang. Ah, okay. Super. Wo kriege ich die ganze Wolkenwatte? Ich will sie nicht, Mann! Nein! Stopp! Time to stop. Ich will sie nicht. Nein, nie wieder. Bitte nicht. Oh, ich bin schon Level 20 mit GF. Ja, da war ja was. Da war ja was. Hä? Okay, interessant. Das führt ganz woanders hin. Also man muss unten das Level machen, um weiterzukommen. Oben ist nur Bonus und hier Mitte ist auch nur Bonus. Gut, dann machen wir dieses Level noch schnell und dann in der nächsten Folge die anderen. Bitte sag mir, dass dieses Level kurz ist. Weil Folge wird knapp beendet. Werden wir bald das Ende dieses Spiels erreichen? Höchstwahrscheinlich ja. Ich bin Dumbledore! Ja, wissen wir. Auf jeden Fall, das Ende wird bald erreicht. Die Gegner haben schon ihr Ende vor den Augen. Denn wir sind das Ende der Gegner. Die haben keine Chance gegen uns. Nicht ein bisschen. Riesenwaffe. Auf den Hintern geklapst. Jetzt nochmal mit dem Pferd. Schön. Ja, wenn es euch gefallen hat,
dann sei doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Es wird nämlich genauso gut wie heute. Wenn nicht vielleicht sogar interessanter. Na, hab ich irgendwas im Gesicht? Ja. Ein Fusel. Yay. Alles klar. Oh Gott, machen wir noch schnell das Geschenk. Silberring, schön. Yay.